Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Schön rübergesprungen. Wir sind kurz vor unserer alten Heimatstadt. Hier ist alles abgebrannt worden. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht sogar noch Überlebende finden können. Ich habe da zwar nicht allzu viel Hoffnung, dass das klappt, aber Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Daher mal schauen. Vielleicht klappt es ja. Habe ich die schon geplündert? Ne. Okay. Wesentlich mehr kann ich auch nicht nehmen. Also die Groschen nehme ich natürlich. Kann ich leider nicht tragen. Bin ein bisschen überladen. Gut, dafür kann ich also nichts weiter mehr nehmen. Komme ich wohl scheinbar nicht rein. Komm ich hier drüber? Nee. Mal schauen, ob wir möglicherweise da hereinkommen, wo wir auch oben von der Burg geflüchtet sind. Das klappt. Wir werden es sehen. So. Können sie stehen lassen, aus welchem Grund auch immer. Jo, das ist der Bauernhof, von dem ich ausgeflüchtet bin. Das bedeutet, dass ich doch sicherlich den Weg dann wieder zurückgehen kann. Ich frag mich nur, warum mein Pferd mir nicht zur Seite stehen kann. Und ich hoffe auch, dass ich mich hierbei nicht breche. Boah. Das war aber knapp. Das hier dürfte der Bauernhof gewesen sein, wo ich Theresa geholfen habe und das Pferd mir genommen habe und vor den, wie hießen die, Kumaren oder was auch immer, abgehauen bin. Ob bei Theresa jemand zu Hause ist. Nee. Sieht nicht so aus. Gucken wir mal weiter. Hier geht's hoch. Alles niedergebrannt haben sie. Also nicht ganz alles, aber sehr viel. Hier unten das Gehöft haben sie stehen lassen. Da wo ich ja auch mal versucht habe, ein Pferd zu klauen, das nicht geklappt hat. Naja. Aber ich bin gespannt, ob wir hier wieder rein können und was uns in unserer alten Heimat in Skalitz erwartet. Skalitz hieß es doch, glaube ich, ne? Wir den Ort überhaupt noch wiedererkennen? Geht unser altes Haus noch? Finden wir die leblosen Körper unserer Eltern? Oder ist alles verschwunden? Alles verbrannt worden? Die Burg haben sie auf jeden Fall abgebrannt. Und hier kommt man nicht rein. Och Manno. Ja, hätte ja klappen können. Dann müssen wir mal schauen, wie wir in die Burg kommen. Oder beziehungsweise in den Ort Skalitz herein. Oh nein. Aber ich dachte schon, ich wäre stuck gewesen. Versuchen mal. Okay, da komme ich nicht entlang. Hat so komisch rumgewobbelt. Und dass ich das gemacht habe. Würde mal interessieren, ob der Hang jetzt hier rutschiger wird, dadurch, dass es regnet, oder ob das gar keine Auswirkung hat auf das Klettern. Ist das hier irgendwas oder ist das nur ein Stein? Ach, Holzstumpf. Okay. Ja, auf dem Weg findet man aber tatsächlich nichts mehr groß.
Vielleicht könnten sich hier viele in Sicherheit bringen. Auch rechtzeitig. Vielleicht wurden sie aber auch gefangen genommen. Du hast entdeckt Holzfällerlager. Sehr schön. Hier wird wohl nicht mehr allzu viel Holz gefällt werden. In nächster Vergangenheit. So, wollen wir mal schauen. Aber was hat dieser Herr, wie ist der Ratzig, damit zu tun? Was hat der gemacht? Wollte Silber aus der Mine stehlen? Aus dem Topf essen? Ja. Damit habe ich meinen Hunger gestillt. Was hat der Herr Ratzig damit zu tun? Was hat er genau gemacht? Oder hat er vielleicht gar nichts gemacht? Auf jeden Fall, vom Aussehen her wirkt er verdächtig. Der Typ, der unsere Eltern umgebracht hat, möglicherweise mag der eigentlich kein Böser sein. Aber unsere Eltern umgebracht und dafür gibt's noch aufs Maul. Also, das würde ich ihm mal versprechen wollen. So. Komm ich denn hier jetzt irgendwo rein? Oder ist hier tatsächlich alles zu Galgen? Hier sind, da komm ich rein. Plündern. Nichts dabei. Auch nichts für mich. Nehmen wir lieber das Schwert raus. Wer weiß, ob uns jemand hier Erfurt. Oder. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Ja. Alles nicht so einfach. Groschen nehme ich mit. Das nicht? Nicht einer unserer Kumpels? Unser ehemaligen Kumpel. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Du bist nicht geflohen. Du hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Unser Freund Matthias oder so. Hier vorne müsste ja gleich der Leichnam unserer Eltern irgendwo möglicherweise liegen, ne? Nein, in der Taverne nein. Sind doch... Wieso? Warum gerade du, Bianca? Warte kurz. Bianca ist tatsächlich tot. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Nee, das machen wir ganz gewiss nicht. Wir werden jetzt aber mal, das, was wir gerade nicht mehr brauchen, die Fackel. Obwohl, wer weiß, vielleicht brauchen wir die Fackel ja noch. Etwas hier zurücklassen, beziehungsweise werden das hier mal gegeben. Kann man nichts geben? Muss ich das jetzt hier gerade mal essen? Essen? Wie viel habe ich jetzt wieder frei? Ja, tadam. Und komm, dann essen wir nochmal eine Karotte. Ich soll den Ritterschnaps mitnehmen. Arme Bianca. Wie sieht's denn in der Taverne aus?
Nobody here. Okay. Ja, ich habe auch nicht erwartet, dass da vielleicht irgendwer Nettes hier wäre. Vielleicht aber ein paar Banditen oder sowas, aber scheint im Allgemeinen nicht der Fall zu sein hier. Aber hier vorne irgendwo ist unser. Ah, okay. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter leben. Hier. Unter der Linde. Stimmt, neben dem Haus. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Ganz traurig auf jeden Fall. Auch wenn das vielleicht ein bisschen unästhetisch ist, aber trotzdem. Beschafft ihr eine Schaufel. Irgendwo hier in dem Bereich Schaufel. Werde ich ja wohl finden irgendwo. Und? Wo? Oh. Und? Wo bist du? Jo? So. Hier drin scheinst du nicht zu sein. Sofort, als ob er in diesem Haus wäre. Geht doch hier hinten irgendwo. Ja. Guck so näher. Da war irgendwo hier ein Mensch. Oh. Oh, der hat eine Schaufel. Zieh Leine, du Drecksköter! Das Biest! Was ist denn los, Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleisches? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Naja, er will wahrscheinlich sein Herrchen beschützen, ne?
Ja, er bewacht sein Herrchen. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Was möchte ich wohl hier? Aber da habe ich nicht so große Fähigkeiten und ich möchte meine Eltern bestatten. Obwohl, der sieht mir ziemlich aggressiv aus. Vielleicht versteht er das, ja? Ich möchte meine Eltern bestatten. Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Ach, meine Güte. Bei Empathie bin ich ganz gut. Naja, ich habe auch schon die Toten geplündert. Das soll er ruhig machen. Aber weißt du, was mit Theresa passiert ist? Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und ist Gott was noch. Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Ich muss auf mich selber achten. So langsam wird mir der Typ zu blöd. Störe ich dich etwa beim Plan? Ich mache jetzt einfach Oh ne, Idiot! Idiot. Ein Arsch bleibt ein Arsch. Ganz gleich in welcher Situation. Oh. Wollen wir uns auf einen echten Faustkampf einlassen oder ziehst du jetzt das Schwert? Echt! Sieh den Schwanz ein! Ja, ja! Renn lieber weg! So. Uni. Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird das nicht mehr benötigen. Hi, Uni. Mal sehen, ob er mich jetzt gleich angreift. Den Rest, den lasse ich da, weil der Hund muss ja auch von irgendwas leben. Bitte. Ach so, die Schaufel. Wo ist denn die? Der hat doch eine Schaufel in der Hand. Ah. Hallo? Schaufel. Jetzt wiege ich wahrscheinlich zu viel. Oder wiegt die nichts, weil es ein Questgegenstand ist? Schaufel. Ah, wo ist sie da? Schaufel. Wird wahrscheinlich, laut dem Ding wiegt sie 4. Achso, ich bin überladen. Ja, gut. Das Sachs, ne? Das ist ja eigentlich jetzt nicht ganz so gut. Und nicht ganz so wertvoll. Schmeißen. Komm hier. Fallen lassen. So wiege ich nicht zu viel. Okay. Ich schaff dir eine Schaufel, das habe ich erledigt. Kann ich die Pfeile eigentlich mitnehmen? Leider nicht. Gebe unter der Linde ein Grab aus und bestatte deine Eltern. Ja. Mache ich. Kann ich die schon mitnehmen? Nee. Mal sehen, ob hier oben noch jemand ist, der wartet. Aus. Haben sie stehen lassen. Die Schmiede haben sie zerstört. Ja. Weil das Haus haben sie so wie sie es stehen gelassen. Kann ich hier noch etwas mitnehmen raus? Na gut, ein bisschen. Ja gut, geplündert haben sie es auch, ne? Ist hier noch was drinne? Ringelblumenaufguss, was ist das? Nehmen wir das mal mit. Dreimal Verband und ein Ringelblumenaufguss. Whatever this is. Hab ich da gerade was gehört? Hat da gerade jemand gestöhnt? Hallo? Da bin ich wahrscheinlich verhört. Oh. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Ja. So. Muss ich jetzt die Dings ausrüsten, ja? Die Schaufel nehme ich jetzt mal an. Okay, das ist da. Schaufel.
Ich meine nur das Schwert. Okay. Was kann ich jetzt, oder wie kann ich denn hier jetzt was machen? Brennnesseln? Nee. Ah, beginnen zu graben. Oh, der Hund kommt. Also. Legen wir mal los. Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den eigentlich von Herrn Ratzek, oder wie? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Aber bitte nicht alle auf einmal. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Okay. Mach diesen Lümmel fertig, weh! Lass ihn aufbluten! Oh. Mach diesen Lümmel fertig! Du warst ganz schön stark. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Hund, mach was, los! Erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker!
Hört auf mit den Spielchen. Da kommt welche! Ich hab's mal wieder verkackt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Weggegeben. Harziges Schwert. Nicht der Stadtleiter aus der anderen, aus Thalmberg? Der Stadtführer? Ja. Deine Eltern? Was? Hilfe? Krasse Geschichte, auf jeden Fall. Wir sind gerettet worden. Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich,
Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Sie hat Onkel mich gerettet. Wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren später. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Was hast du in Scarlet's eigentlich getrieben? Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Aber wie hast du mich eigentlich gefunden? Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Sie haben nach mir gesucht? Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divish hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divish versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ach ja, aber ich bin müde, ich kann nicht weiter. Ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Und noch später. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Ich liege schon viel zu lange herum. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Dann sollte ich mich mal ganz schnell... Aber ich bedanke mich erstmal. Ich verdanke euch mein Leben. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Ja. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt.
So, wir können wieder laufen und oh, viel haben wir ja nicht mehr im Inventar, quasi nüscht. All das, was wir jetzt noch machen müssen hier, machen wir in der nächsten Folge. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ah, hier sind meine Sachen. Cool. Alte Karten. Okay. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liked das Video gerne. Lasst ein Abo da, wie ihr möchtet. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder bei Kingdom Come Deliverance dabei. Bis dahin. Ciao.